Oliver, die US-Stock-Konzentration bewegt sich momentan auf dem Level einer großen Depression. Dramatische Worte. Was steckt dahinter? Das ist dramatisch. Es ist beängstigend, dass die Aufwärtsbewegung der großen US-Indizes von einigen wenigen Werten getrieben wird, wissen wir. Aber wie wenige, das zeigt folgende Metrik, die seit vielen Jahren mitgeführt wird, dank an Goldman Sachs und TKL, die das mal hier aufgeführt haben. Und zwar setzt man von der Marktkapitalisierung her die größte Aktie, nämlich Microsoft mit 3,5 Billionen US-Dollar ins Verhältnis zu der Aktie, die größer ist als 75% der Aktienwerte in den USA. Mhm. Und die liegt aktuell bei einer Bewertung von ungefähr 4,2 Milliarden US-Dollar. Und dieses Verhältnis zwischen der größten und dieser 4,2 liegt im Moment bei einem Multiple von 750, abgetragen 750. Das ist das Konzentrationsniveau der großen Depressionen 32 und ist deutlich größer als das Multiple von 550, das wir in der Dotcom-Bubble hatten. Wenn man sich hier das anschaut, dann wird einem klar, das Eis, auf dem sich die Indizes nach oben bewegen, wird immer dünner. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview. Wir hatten gesehen, dass der Bitcoin in der letzten Woche sich auf hohem Niveau gehalten hat. Ein Ausbruch ist aber ausgeblieben. Die große Frage ist, wohin wird dieser Ausbruch führen? Nach oben oder nach unten? Genau darüber und natürlich auch, weshalb sich die Situation jetzt zwischen den US-Löhnen und der Zinsentwicklung zuspitzt und welche gerichtlichen Schauplätze in den USA aktuell für Furore sorgen. Und genau darüber spreche ich in den nächsten Minuten mit Oliver Michel von Tocantos. Schön, dass du da bist. Hallo. Ostern gut verbracht, hoffe ich, und damit wieder frisch dabei. Unbedingt. Wir hatten schon drauf gewartet. Sam Bankman-Fried, wohl am meisten, was tatsächlich die Rechtsprechung oder das Strafmaß, besser gesagt, für sein eigenes Urteil angeht. 25 Jahre, damit ist die Katze aus dem Sack. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der unzufrieden ist. Es gibt aber auch weitere gerichtliche Schauplätze, die wir in der nächsten Zeit im Blick behalten müssen. Weshalb ist das so wichtig? Wir haben uns ja letzte Woche, sinnbildlich gesprochen, mehr vor Gericht befunden als vor dem Bildschirm, um die Kurse zu beobachten. Und es gab ein paar ganz wichtige Fortschritte in diversen Prozessen. Die SEC gegen Ripple, die SEC möglicherweise gegen Ethereum und einige andere in Sachen Proof of Stake, die SEC gegen Coinbase, die CFTC gegen KuCoin. Also da war neben Sam Bankman-Fried, wo wir eigentlich den Abgesang hatten, in anderen Prozesssträngen deutlich mehr angesagt. Und das ist wichtig. Das ist wichtig für den Markt und das beeinflusst mit Sicherheit auch die Preise. Wir kommen auf jeden Fall noch auf die einzelnen Fälle zu sprechen und auf die einzelnen Verfahren. Wir starten aber erstmal traditionell mit dem Blick auf die Zinsen in den USA und damit natürlich auch auf das FedWatch-Tool. Von 3 Zinssenkungen ging man bisher fix aus in diesem Jahr. Hat sich daran was geändert? Der Jerome Powell hat gesagt, 3 Senkungen, das ist richtig. Es gibt 12 regionale Vorstände der Fed. Und ab und zu meldet sich auch mal einer dieser Vorstände zu Wort. Und letzte Woche hat das der ein oder andere getan und hat mal laut drüber nachgedacht, eventuell auch nur 2 Senkungen in diesem Jahr auszurufen. Das kam jetzt nicht so gut an auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht man hier an unserem Chartwatch-Tool, der Markt folgt dem, was der Jerome Powell vorgibt. Wahrscheinlich 3 Senkungen. Man sieht mit 99%iger Wahrscheinlichkeit im Mai nichts. Ja. Das hatte sich jetzt von 89 auf 99 wieder erhöht. Und man sieht hier die erste Senkung, die zweite Senkung und eventuell noch eine dritte zum Jahresende. Also von daher, das wird man beobachten. Das kann sich von einem Tag auf den anderen ändern. Wir haben diese Woche ja ganz wichtige Arbeitsmarktdaten in den USA. Der Jerome Powell wird auch am Mittwoch eine Rede halten. Also von daher, man darf gespannt sein, was da passiert. Und wir werden das dann entsprechend verfolgen. Das werden wir und währenddessen verfolgen wir natürlich auch die großen US-Indizes. Die laufen weiterhin nach oben, relativ stabil. Das ist jetzt nicht das große Spektakel momentan, oder?
Es ist kein großes Spektakel nach oben, aber auch keins nach unten, was ja auch sehr positiv ist. Wenn man sich das hier anschaut, das sind unsere drei großen US-Indizes direkt nebeneinander in der jeweiligen Tagesdarstellung, also der Dow, der S&P und auch die Nasdaq. Das war bei allen dreien das All-Time-High. Ich möchte an der Stelle schon mal darauf hinweisen, ich fand es super, wie die hier einfach durchgegangen sind und weiter nach oben vorangeschritten sind. Das haben wir beim Bitcoin, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, so nicht gesehen. Wir hatten bei allen dreien, die liefen ja letzte Woche mehr oder weniger synchron, eine ganz positive Woche. Der Donnerstag, Freitag war bei allen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag war ja auch in den USA Feiertag, ganz positiv. Heute Morgen, beziehungsweise am gestrigen Tag, ist es einigermaßen zurückgekommen. Aber nichtsdestotrotz, die bewegen sich hier alle sehr weit oben. Oben heißt relativ nah in dem Bereich, den wir als Zielbereich angegeben hatten, hier beim Dow, die 40 bis 42, beim S&P die 5.500 und hier hatten wir 19 bis 20.000 gesagt. Das heißt, ich kann mich an der Stelle nur wiederholen, wir sind weit oben, die Luft ist dünn und eine schöne Aufwärtsbewegung und die Frage stellt sich natürlich, was trägt diese Aufwärtsbewegung? Exakt, das ist die Frage. Sollte man da ein gutes Gefühl haben oder eher ein zweifelndes Gefühl? Weil, wenn du so schaust, dann zweifelst du. Ja, also wir wissen ja alle, und das kolportiert ja auch der Markt, es gibt die Magnificent Seven, die den Markt treiben. Wir wissen, dass die Zinsen sehr hoch sind, also die Cash-Rich Companies, also Firmen, die über viel Kapital verfügen, die haben natürlich eine gute Ausgangslage. Dann haben wir KI-Boom und ähnliche Aspekte. Und das wäre sicherlich eine einhellige Meinung. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie breit ist diese Bewegung nach oben? Und gibt es da eventuell auch ein paar Statistiken, die einem das Fürchten lehren? Du hast wohl welche mitgebracht. Wir hatten uns in der Vergangenheit schon des Häufigeren darüber unterhalten, wie tatsächlich die Relation von den anfallenden Zinsausgaben und den Löhnen oder besser gesagt diese Schere auseinandergeht und damit natürlich auch belastend sich auswirken kann und auch die von dir schon häufig angesprochene Rezession etwas greifbarer macht. Wie sieht es da jetzt aus? Letzte Woche hatten wir diese FRED-Statistik, also die Economic Data der Federal Reserve, aufbereitet und mal verglichen, wie sich die Zinszahlungen der Haushalte relativ zu den Lohneinnahmen der Haushalte verhalten. Ich wollte das eigentlich letzte Woche auch schon auflegen, denn du weißt, wenn ich solche Wörter wie Depression lese, dann läuten bei mir alle Alarmglocken, dann springe ich da natürlich sofort drauf an. Das ist mir vor zwei Wochen in die Hände gefallen und das würde ich heute gerne mal zum Besten geben, weil das ist eine sehr interessante Darstellung. Vielen Dank erstmal an Goldman Sachs, die diese Grafik aufbereitet haben und TKL, die wir ja schon genannt haben, als eine sehr gute Quelle, die das dann auch weiter vermittelt. Ich hatte ja schon die Frage aufgeworfen, wie breit ist die Bewegung der großen Indizes nach oben und gibt es eventuell Zeiten, mit denen man das vergleichen kann? Und was man hier hat, ist eine Metrik, die folgendermaßen funktioniert. Man setzt ins Verhältnis die US-Aktie mit der größten Marktkapitalisierung. Mhm. Das ist Microsoft mit 3,5 Billionen US-Dollar. Ins Verhältnis zu der Firma, die an der Börse gelistet ist, die von der Marktkapitalisierung größer ist als 75% aller Aktien. Mhm. Und da liegt man aktuell bei einem Platz 1.000 von ungefähr 4.000 an den US-Börsen gelisteten Gesellschaften. Und dort liegt man in einer Größenordnung von 4,2 Milliarden US-Dollar Bewertung. Und wenn man jetzt die 3,5 Billionen zu den 4,2 ins Verhältnis setzt, dann hat man hier einen Faktor von 750. Abgetragen an diesem Chart 750. Eine derartige Konzentration auf einige wenige große an der Spitze hatten wir genau ein einziges Mal in der kompletten Aktienhistorie der Vereinigten Staaten. Das war hier 1932, nenne ich im Bereich der nicht Rezession, sondern Depression. Und selbst in der Dotcom-Bubble war das Multiply nur 550. Mhm. Das heißt also, wir haben eine brutal hohe Konzentration, die sogar noch größer ist als 32 in der großen Depression.
Und TKL fasst das so zusammen. 10% der Stocks in den USA reflektieren aktuell 75% des kompletten Markts. Und da kann man durchaus sagen, das Eis ist verdammt dünn, auf dem wir uns hier mit dieser Aufwärtsbewegung bewegen. Fasst du das dann mittlerweile so zusammen, dass du nicht mehr von einer Rezession, sondern einer Depression ausgehst? Ich hatte das ja schon ein paar Mal gesagt. Die Steigerung von Rezession ist Depression. Und ich habe natürlich auch keine Glaskugel, aber möglich ist das. Und ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber auf das Schadbild. Man muss, wie ich schon gesagt habe, öfters mal in den Rückspiegel schauen, was ist eigentlich passiert, wo bewegen wir uns. Und solche Schaubilder mahnen einen eigentlich immer wieder zur Vorsicht. Es ist natürlich eine Euphorie, es ist eine Bewegung nach oben. Man sieht natürlich lieber Aktien nach oben laufen, aber man muss einfach auch mal gucken, wo wir uns bewegen. Und wenn einer von den Großen ausfällt, aus welchem Grund auch immer, dann bricht nicht einer von 4.000 Aktien weg, sondern einer von den ganz Großen. Und das hat natürlich dann entsprechende Schockwelle in den US-Indizes zur Folge. Du hast ja jetzt nur rein des Verständnis halber, du hast ja jetzt schon angesprochen, es sind natürlich die Tech-Werte, es ist der KI-Boom, der momentan trägt. Und das sehen wir ja auch bei uns am Markt, an allen Märkten, obwohl wir hier ja zumindest beim DAX überhaupt nichts mit KI am Hut haben. Aber die Hoffnung ist ja eigentlich doch die, dass von diesem ganzen, von der Hoffnung, von dem Boom, das auch auf weitere Firmen überschwappt, auf Mittelständler und so weiter. Das wäre ja dann, will ich sagen, der Rettungsanker, aber auch eine Möglichkeit, oder? Ja, das wäre natürlich der Idealfall, dass die Marktbewegung nach oben an Breite gewinnt. Aber so ähnlich wie bei so einem Gipfelsturm ist, wenn eine Klettermannschaft mit 30 Mann in den Berg einsteigt, kommen nicht alle 30 oben an. Es werden nach oben immer weniger. Und so ist das hier auch. Je weiter die großen Indizes steigen, desto schmaler wird das Ganze. Und wie schmal es ist, ja, ich kann es nur wiederholen, das sehen wir an Vergleichszahlen und ziemlich heftigen Geschichten von seiner Zeit. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so weit kommt, schauen uns aber unterdessen eine etwas positivere Entwicklung an und werfen einen Blick auf den Bitcoin. Beim Bitcoin hat sich jetzt auch nicht wahnsinnig viel getan in den letzten Wochen. Die große Frage ist, Ausbruch, hoch oder runter, war es das jetzt? Wann kommt er denn endlich? Ich weiß, du bist die Frage leid, aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sich diese Frage stellt. Wir haben hier den Bitcoin in der Wochendarstellung und der 4-Stunden-Darstellung. Hier nochmal das Big Picture. Das war die Aufwärtsbewegung zu den beiden All-Time-Highs, sage ich mal. Das war die Korrektur hier runter auf die Nulllinie. Wir hatten eine erste Range, die haben wir durchlaufen und durchlebt mit entsprechend viel Geduld. Wir hatten eine zweite Range, auch da, die haben wir durchlebt mit viel Geduld. Und dann sind wir hier durch die drei wichtigen Retracements ohne große Probleme und jetzt sind wir eben im Bereich des All-Time-Highs. Wir sind durchgestoßen, haben ein neues All-Time-High geschrieben, sind aber auch wieder zurückgefallen. Das ist jetzt nichts Schlimmes, das ist eine tolle Bewegung und wie man hier sieht, man muss ab und zu mal anhalten. Und dieses Anhalten hier oben in diese Spitze habe ich jetzt hier mal in den rechten Bereich reingezogen. Und so ähnlich wie man das Retracement ziehen kann von 1 auf 0 und wieder hoch, habe ich das hier auch mal gemacht. Das ist das Top, also quasi die 1 runtergezogen auf den Tiefpunkt, die 0 und dann das Retracement nach oben. Und dann sieht man, hier hat sich eine Range gebildet. In diese Range zwischen 74.000 und 60.000 US-Dollar ist er hier eingestiegen vor gut einem Monat. Ist oben angestoßen, hat das All-Time-High geschrieben, hat 17% korrigiert, das hatten wir letzte Woche ja besprochen, und ist dann auf dem Weg nach oben und befindet sich im Moment, oh Wunder, eine Zeit lang zwischen dem 618er, dem 702er und dem 786er Retracement, bevor er dann gestern und heute Morgen hier runtergefallen ist. Ich glaube, wir sind im Moment immer noch so zwischen 66,5, 66,6, also quasi hier in dem Bereich. Und wenn man sich das hier anschaut, und du weißt, ich bin ein Freund des Range-Denkens, wenn das eine Range ist, mit einem oberen Rand, mit einem unteren Rand bewegen wir uns im Moment genau in der Mitte. Neutral. Was bedeutet das? Es kann nach unten fallen in diesem Bereich. Schön wäre natürlich, wenn hier diese Higher Highs nach oben tragen könnten. Aber im Moment haben wir eine Seitwärtsbewegung. Er sammelt Kräfte, Leute können rein,
können Gewinne mal mitnehmen, andere steigen ein, um quasi für den nächsten Weg nach oben mit dabei zu sein. Also diese Zeit haben wir uns mal hier genommen und sollten uns hier auch nehmen. Das ist jetzt nichts Schlimmes, wir bewegen uns mitten in der Range, wir kennen den Support nach unten. Das sind jetzt quasi hier die 60.000. Wir wissen aber auch, und das hatte ich beim letzten Mal ja gesagt, hier oben, da wird es interessant, weil da haben wir unwahrscheinlich viel Liquidationspotenzial von Leverage Short liegen. Also Leute, die davon ausgehen, es geht weiter nach unten, möglicherweise ziehen die Market Maker genau diese Investoren nach unten, die gehen Leverage Short, Multiple 15, 20, 50, vielleicht auch 100. Und dann ziehen sie das Ding nach oben und die müssen sich wieder glattstellen, sprich, sie müssen die Coins, die sie short gegangen sind, einkaufen und mit dem Kauf gibt es natürlich dann die entsprechende Explosion nach oben. Und das wäre natürlich toll. Auf den Moment muss man warten, eventuell bewegen wir uns noch ein paar Tage seitwärts, noch ein bisschen hoch, noch ein bisschen runter, aber das ist, wer uns über all die Monate verfolgt, weiß, das ist Range-Denken, das ist Ranging. Das sollte man jetzt nicht die Geduld verlieren und auch keine Angst bekommen, weder nach unten und schon gar nicht nach oben. Also halten wir fest, nach unten die 60.000 Dollar im Blick, nach oben rund die 74.000, da wird es dann... Wenn er da drüber geht, dann, das wäre natürlich super. Wir hatten in den letzten Wochen, oder du hast in den letzten Wochen etabliert, dass wir auch einen Blick auf die Liquidation Heatmap werfen. So auch heute. Ja. Was mir als erstes auffällt, ist dieser Bereich. Ja, genau. Das ist das, worauf wir spekulieren. Das ist die Heatmap diesmal in der Monatsdarstellung, okay. Weil wir hatten ja eben die Range aufgezogen. Wir gingen diese Range rein, also hier genau vor einem Monat. Und das ist der obere Rand der Range gewesen, das ist der untere Rand der Range gewesen. Also quasi der Bereich, wie eben beschrieben. Und wir befinden uns jetzt hier und ja, da sind wir im Moment, damit man das mal genau erkennen kann. Und man sieht, da ist nach unten nichts mehr, in das man sich interessanterweise als Market Maker zusammen mit den Plattformen bewegen könnte. Aber hier, da liegt das Liquidationspotenzial, wie eben beschrieben. Und wenn er in diesen Bereich reinlaufen könnte, und da wird man ihn früher oder später mit Sicherheit reinziehen. Also klar, die ganzen, die jetzt Spot-Bitcoin-ETFs kaufen, die wollen den natürlich günstig kaufen. Die ziehen das auch erstmal runter, dann kommt man günstig rein. Und wenn es dann soweit ist, auch in Verbindung mit dem Halving und in Verbindung mit den Geschichten, die man erzählt und dem Push, den man dann haben will, also ich gehe davon aus, dass wir in diesem Bereich vorstoßen werden. Ich hatte ja gesagt, wenn wir mal ein All-Time-High schreiben, das haben wir hier geschrieben, dann geben wir auch Ziele aus. Und das Ziel ist ganz klar, wir wollen auf die 100. Und um auf die 100 zu kommen, müssen wir hier durch. Und das kann durchaus dieser gelbe Bereich als Katalysator wirken. Bei der Bewegung nach oben ist es immer noch der Bitcoin, der deutlich anzieht, der auch die Pole Position sozusagen hält. Aber wir schauen uns natürlich auch die anderen Coins an. Du hast, wie auch sonst, Ethereum, Solana und XRP mitgebracht. Wir haben eine ähnliche Bewegung hier, aber auf XRP wollen wir gleich nochmal im Detail zu sprechen kommen. Ethereum und Solana, was gilt es hier zu beachten? Ja, du hast es eben richtig zur Sprache gebracht. Der Treiber ist nach wie vor der Bitcoin. Es dreht sich alles um den Bitcoin. Die ganzen Geschichten drehen sich um den Bitcoin. Spot Bitcoin, ETF, Halving. Das heißt, der läuft vorne weg. Ich würde mir natürlich wünschen, dass langsam die Altcoins die Ralle übernehmen. Aber wie man hier sieht, sind die auch erstmal in Deckung. Wir haben hier Ethereum und Solana in der Tagesdarstellung. Und so wie letzte Woche besprochen, kann da jetzt auch nicht von Woche zu Woche mehr rein interpretieren, als drin ist. Ja, das ist die Bewegung bei beiden nach oben. Wir sehen hier das 618er, das 702er und das 786er Retracement, also 60%, 70%, 80%. Das gleiche hier auch. Und in diesem Bereich bewegen sich aktuell beide. Und völlig klar, man sieht hier an den Candles, geht der Bitcoin nach unten, gehen die beiden mit nach unten. Fast, was die Prozentsätze angeht, synchron. Also die folgen dem Bitcoin. Und wenn der Bitcoin nach oben schießt, kann man davon ausgehen, dass die auch nach oben schießen werden. Und wenn der Bitcoin nach unten wegbrechen sollte, was wir alle nicht hoffen, dann brechen die auch weg. Also von daher, die beiden sind im Sog und sie sind schon in Schlagdistanz zum All-Time-High, wie man hier sieht, weil das befindet sich hier oben. Aber auch dazu braucht man Geduld. Wie immer.
Geduld hast du bewiesen, gerade wenn es auch um Löchern, Nachfragen, Zweifel, Kritik über XRP, gerade im Netz und bei den Kommentaren, immer wieder aufkam. Wie hat sich das Ganze jetzt entwickelt? Bist du nach wie vor genauso eingestellt, dass XRP dein Baby bleibt? Ja gut, daran ändert die Interviewreihe ja nichts, dass mein Hauptinvestment aber die Entwicklung XRP vielleicht sind. Was mich ein bisschen ermutigt, wieder mehr über XRP zu sagen, sind die vielen Kommentare, die wir unter unserem Video haben. Die vielen Fragen zu XRP und auch ganz konkret die Frage, warum erzählen wir mittlerweile so wenig über XRP. Mhm. Ich hatte mich da ein bisschen zurückgenommen, weil ich wollte jetzt, und ich habe Bitcoin, ich habe Ethereum, ich habe auch Solana, aber mein größter Tranche ist nun mal XRP. Von daher, ich sage mir, okay, jetzt geben wir auch wieder bei XRP Gas. XRP habe ich hier mal in der Wochendarstellung, im Gegensatz zu diesen beiden. Und hier sieht man, das ist ein Jahr von hier nach hier. Und im Gegensatz zu den beiden, die eine schöne Bewegung nach oben gemacht haben, ist XRP eigentlich zwischen 40 und 60 US-Cent geblieben. Also da kann man wirklich nicht, auch im Vergleich zum Bitcoin, nicht von Performance sprechen. Das ist eine Seitwärtsbewegung, die einem sehr viel Geduld abfordert. Der einzige Lichtblick war hier an dieser Stelle, als er mal ausgebrochen ist, das war der Teilerfolg gegenüber der SEC, dass der XRP-Coin kein Security ist. Aber ansonsten bewegt er sich in dieser Range, hält die 60 Cent, macht also auch die Bitcoin-Bewegungen nicht mit, sondern führt ein Eigenleben. Dazu zwei Anmerkungen. Die erste Anmerkung, XRP Ripple bewegt sich im Bereich der Finanzmärkte, hat also vor allen Dingen Banken und Zentralbanken als Kunden. Das Besondere an dieser Klientel ist, die sind sehr wertig, aber der Sales Cycle ist natürlich auch ewig lang. Mhm. Ich weiß das aus eigener beruflicher Erfahrung, will man einer Bank irgendein Produkt verkaufen, das dauert viel länger als im ganz normalen Unternehmen. Also insofern, in dieser Branche bewegt sich XRP und da braucht man den entsprechend langen Atem zum einen und zum anderen sind natürlich die Finanzmärkte sehr vorsichtig, wie ein scheues Reh. Die sind sofort wieder im Wald verschwunden, vor allen Dingen dann, wenn rechtliche Unsicherheiten herrschen. Und bei XRP seit Dezember 2020, seitdem sie von der SEC seinerzeit angeklagt worden sind, herrscht eben diese rechtliche Unsicherheit. Und erst wenn die ausgeräumt ist, glaube ich, dass die vielen Partnerschaften, die XRP, Ripple, in den letzten Jahren eingegangen ist, vor allen Dingen mit Banken, großen Banken und großen Zentralbanken, die dann auch nach außen getragen werden und entsprechend vermarktet werden und dann dieser Coin eine entsprechende Sichtbarkeit bekommt. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe meinen Ohren kaum getraut. Letzte Woche einer der ganz großen Influencer, Ral Paul, hat in dem Interview gesagt, eine der wenigen Coins, der eine echte Utility hat, der einen echten Business Case dahinter hat und der absolut unterbewertet ist, sei XRP. Mhm. Und das dann, war doch Balsam auf deiner Seele, oder? Dann konnte ich meinen Augen auch nicht trauen, als ein weiterer ganz großer Influencer, nämlich Altcoin Daily, in seinem Thumbnail XRP in der Zeile, also XRP-Logo in der Zeile eines 100X hatte. Mhm. Also von daher, große Influencer, die vor allen Dingen auch Solana getrieben haben, da merkt man, das bilde ich mir ein, dass die auch langsam mal umschwenken und sehen, hoppla, der Rechtsstreit könnte bald beendet sein, wie wir gleich sehen werden. Es gibt eine ganze Menge Geschäftsbeziehungen, die schon aufgegleist sind und dieser Coin hat Potenzial. Deswegen bin ich dabei. Bevor wir in die Rechtsstreitigkeiten eintreten und die Gerichtsrobe anschmeißen, fassen wir kurz zusammen. Du bist weiterhin bullish, aber du bist sehr viel vorsichtiger oder drückst dich vorsichtiger aus als noch vor kurzer Zeit. Ja, wir sind im Moment in so einem indifferenten Zustand. Die US-Indizes starten nicht durch, die verharren. Die Breite, wie wir eben besprochen haben, ist nicht da. Die Konzentration auf ganz wenige. Die Fed ist nicht berechenbar mit ihrer Zinspolitik. Gold hat ein All-Time-High. Ja, das heißt, an allen Ecken und Enden dieser Welt kaufen Zentralbanken Gold auf. Und da fragt man sich, warum? Braut sich da irgendetwas zusammen?
dann haben wir unseren Bitcoin, der im Moment gerade in der Seitwärtsbewegung ist und es nicht schafft, so richtig schön durch das All-Time-High durchzubrechen, und unsere großen Altcoins wie Ethereum und Solana machen da im Retracement-Bereich rum. Das heißt, wir sind im Moment, mir fehlt so dieser Durchbruch nach vorne. Und, der Befreiungsschlag. Der Befreiungsschlag, ja. Und nach vorne, / nach oben. Es wäre jetzt schön, wenn der käme. Der kommt mit Sicherheit. Man muss halt nur die Geduld mitbringen, auf ihn zu warten. Ich bin nach wie vor absolut bullisch und optimistisch. Das war ich vom ersten Tag unseres Interviews an. Das ist wie eine lange Gerade, auf der muss man Gas geben. Aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass irgendwann mal eine Kurve kommt. Eine ziemlich scharfe Kurve. Und dass da Kurven kommen können, das versuche ich ja auch mit diesen Angstmacht-Charts ein klein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Dass wir vorsichtig sind, dass wir kritisch sind und dass wir im Prinzip das, was wir an Performance anhäufen über die Wochen und Monate, nicht in irgendeine Kurve leichtsinnig aufs Spiel setzen, weil wir nämlich geradeaus weiterfahren und rausfliegen. Ich muss gerade so ein bisschen an Super Mario Kart denken. Aber wir hoffen natürlich, dass die Kurven rechtzeitig erkannt werden und der Fuß vom Gas genommen wird. Es ist Zeit für meinen Gossip-Teil. Es ist Zeit, die Gerichtsrobe wieder anzulegen und in die Gerichte einzutauchen. Die Frage ist natürlich auch, warum reden wir immer über irgendwelche Verfahren, über Urteile, über Richter, über Staatsanwälte? Das Spannende an der Sache ist ja, dadurch, dass der Kryptomarkt noch relativ unreguliert ist, werden genau diese Ergebnisse und genau diese Verfahren auch einen Maßstab bilden für das weitere Vorgehen in der Kryptowelt. Und das alles Umschmeißende ist ja, Ethereum ist tatsächlich, sind die Coins einzuordnen als Commodity oder als Security? Das hört sich erstmal so ein bisschen abstrakt an, aber man kann das niederlegen oder testen am sogenannten Howey-Test. Da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Ja, du sagst es. Also das ist eigentlich frustrierend. Normalerweise will man sich hier auf die Coins konzentrieren, auf die Performance, auf die Preissteigerung. Und stattdessen wird man zu einem Pseudo-Juristen, weil man hier diese ganzen Dinger verfolgen muss. Die zentrale Frage, du hast es schon angesprochen, ist wirklich, wann ist ein Coin-Token ein Security? Das ist die zentrale Frage. Und diese Frage beantwortet der Howey-Test. Der beantwortet die Frage nicht nur hinsichtlich Coin und Token, ob die ein Security sind, sondern generell. Jedes Kapitalmarktprodukt in den USA muss diesen Prozess durchlaufen und ist dann nachher, wenn es viermal ein Ja bekommt, auf die vier Howey-Aspekte ein Security. Und wenn es halt nicht vier Ja's bekommt, dann ist es eben keins. Mhm. Diesen Howey-Test haben wir im Knowledge Block Nummer 8 ausführlich besprochen. Ganz kurz, ist es ein Investment? Investiert man gemeinsam mit anderen in eine Unit, erwartet man Profit und erwartet man diesen Profit in der Zielerreichung von, also diesen Effort von einer Third Party. Das sind die vier Punkte. Und wenn man bei allen vier ein Ja bekommt, dann ist man ein sogenanntes Registered Security, zentraler Begriff. Jetzt wissen wir, das Torres-Urteil in Sachen Ripple war wegweisend. Das Torres-Urteil bezogen auf den Howey-Test haben wir im Knowledge Block 14 ausführlich beschrieben. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Judge Torres hat gesagt, der Coin selber ist kein Security. Der Coin-Token selber ist kein Security. Natürlich hat er das auf Ripple bezogen, aber man kann es jetzt ausweiten. Aber wann kann es zu einem Security werden? Die Antwort, wenn es im Rahmen von etwas geschieht. Der Coin verkauft bzw. gehandelt im Rahmen eines Programmatic Sales. Also wenn ich einen XRP-Coin über eine ganz normale Trading-Plattform zwischen zwei unbekannten Käufern und Verkäufern handle, dann handelt es sich um keinen Investment-Contract nach Howey, weil der Prong Nummer 3 nicht erfüllt ist. Wie gesagt, Erklärung 14 führt jetzt hier zu weit. Das bedeutet, wenn ein Coin ganz klassisch über eine Trading-Plattform gehandelt wird, ist es kein Investment Contract. Aber verkauft eine Firma wie Ripple oder eine Foundation den Coin im Rahmen eines ICOs oder im Rahmen von Kapitalerhöhungen an institutionelle Kunden, dann entsteht plötzlich ein Investment Contract, der alle vier
Punkte nach Howie erfüllt. Und das war quasi der Teilerfolg von Ripple. Ripple ist kein Security und über die Trading-Plattform kann es gehandelt werden, ganz normal. Aber im Institutional Sales ist es ein Security. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, die auch in den letzten Wochen aufgekommen ist. Und wie ist es jetzt eigentlich bei Coins, die im Rahmen eines Proof of Stakes abgearbeitet werden? Dann handelt es sich auch um einen Rahmen und erfüllt der den Howie-Test ja oder nein? Und das werden sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren die Gerichte klären müssen. Es gab ja die Anklage von der SEC, dass Ripple Labs nicht registrierte Wertpapiere gehandelt hat. Und dafür gab es auch eine ordentliche Strafe in Höhe von 2 Milliarden Dollar. Wie ist das einzuordnen? Ja, wir haben auf der nächsten Seite mal diesen Ripple Case beschrieben. Ja. Ripple befindet sich auf der Zielgeraden. Angeklagt im Dezember 2020. Torres hat das Urteil gesprochen. Verletzt hat Ripple Institutional Sales, hat im Rahmen des Institutional Sales an mehrere hundert Institutionen, also der Bedarf, die Nachfrage nach Ripple Coins war schon sehr hoch seitens institutioneller Käufer, hat 700 Millionen US-Dollar vereinnahmt. Das war ein illegaler Security Sales und dafür müssen sie bezahlen, um es mal platt zu formulieren. Und die SEC hat jetzt gefordert eine Strafe von 2 Milliarden US-Dollar. Mhm. Da haben natürlich alle gesagt, um Gottes Willen, ja, wie kommen die auf 2 Milliarden? Das wäre eine der größten jemals verhängten Strafen, wahrscheinlich die größte sogar. Ist eigentlich auch jenseits von Gut und Böse. Und es gibt dazu eigentlich zwei interessante Meinungen, die ich hier gerne mal weitergeben möchte. Ripple muss zahlen, gar keine Frage. Meta Lawman, wir erinnern uns, letzte Woche hatten wir gesagt, ein ganz interessanter Jurist, der auch immer wieder gute Meinungen dazu gibt, der hat in einem Interview gesagt, der Richter hat immer wieder davon gesprochen, bei einer Violation müssen auch Victims sein. Ja. Und die meisten dieser Institutionen haben den XRP-Coin mit einem Abschlag bekommen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass keiner der Institutionen irgendwie verletzt worden ist. Und diese Damage Theory, die SEC jetzt in der Anklageschrift formuliert hat, ist in keiner Weise haltbar. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Ripple eine Strafe zahlen muss, aber die ist weit weg davon. Weit weg davon. Es kam das finde ich jetzt eigentlich das Schärfste an der ganzen Geschichte. Es kam die Molly Elmore, hat auch ein Interview geführt. Das ist eine Analystin, eine sehr bekannte Analystin in der Blockchain-Szene. Und die sagte jetzt Folgendes. Die formulierte Pay-to-Play. Pay-to-Play heißt, um bei einer Geschichte mitmachen zu dürfen, muss man sich einkaufen. Und es sei eigentlich üblich in der US-amerikanischen Finanzszene, dass wenn man dort eine Rolle spielen will, und ich hatte ja eben gesagt, Ripple will mit seinem Produkt eine Rolle gerade in der Finanzszene spielen, muss man sich einkaufen. Und das hat Ripple bisher noch nicht gemacht. Und das deswegen, wäre dann die Zahlung an die Börsenaufsicht gewesen. Deswegen vermutet man, dass Ripple, dass das eigentlich keine Strafzahlung ist, sondern eine Pay-to-Play-Zahlung und dass die wahrscheinlich auch nicht in US-Dollar geleistet wird, sondern in Coins. Weil wir wissen ja, dass Ripple über den Escrow, über jede Menge XRP-Coins verfügt und dann kann man sich vorstellen, dass die abgeführt werden. Auf diese Forderung der SEC hat Ripple jetzt die Möglichkeit, innerhalb von vier Wochen zu antworten. Dann kann die SEC nochmal Stellung beziehen. Und dann spricht die Richterin recht. Also es ist ähnlich wie bei Sam Bankman-Fried. Der eine fordert etwas, der andere sagt, bin ich nicht bereit. Und irgendwann sagt der Richter, so machen wir das jetzt. Und in der Zwischenzeit kommen immer mehr sogenannte Settlement Rumors auf, also Gerüchte, dass in dieser Zeit man sich ja eigentlich einigen könnte. Und dann kann es durchaus sein, und das wäre natürlich für alle Rippler eine ganz tolle Geschichte, wenn innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Monate diese ganze Geschichte hier beigelegt wäre, Rechtssicherheit wäre. Und das würde natürlich das ganze Geschäft von Ripple XRP massiv beflügeln. Also wir sind hier auf einer Zielgerade und Ripple befindet sich am Ende eines Weges. Eines Weges, bei dem andere am Anfang stehen. Damit kommen wir zu einer anderen Baustelle. Und eine andere Baustelle ist natürlich Ethereum. Da hatten wir uns auch schon häufiger drüber unterhalten. Die Frage, die jetzt im Raum steht, wird Ethereum durch Proof of Stake, durch Staking automatisch zum Security? Gibt es da Neuigkeiten?
Wir haben das hier nochmal eingebaut, um ein ganz klares Statement abzugeben. Es ist bisher nur eine Frage, die im Raum steht. Und der aktuelle Status, ob das so ist und ob das untersucht wird, ist reine Spekulation. Das Einzige, was wir wissen, dass es im GitHub von der Ethereum Foundation den Satz gibt, Inquiry from a State Authority. Ist das die SEC und bezieht sich das auf Proof of Stake? Weiß kein Mensch. Der nächste Schritt wäre erstmal hier eine offizielle Untersuchung zu starten. Und wenn diese offizielle Untersuchung der SEC abgeschlossen ist, gibt es eine sogenannte Wealth Notice. Das heißt, die SEC schickt ein Schreiben ganz offiziell an zum Beispiel die Ethereum Foundation und prangert das an. Aber davon sind wir noch meilenweit entfernt. Bisher reine Spekulation. Aber wir kennen die Meinungen und die Interessen. Wir wissen, dass die CFTC, also der Benham sagt, ETH ist ganz klar ein Commodity, das haben wir ja alles hier auch in unserer Playlist aufgearbeitet. Prometheum sagt, völlig klar, wir wollen Ethereum als Security auf unserer Plattform anbieten. Und der Gary Gensler hat schon mehrfach gesagt, dass er Proof of Stake, POS, eher im Bereich der Security einordnet. Und das ist im Moment so die allgemeine Interessens- und Gemengenlage, vor der wir uns bewegen. Das würde eigentlich keinen so recht scheren, wenn es nicht diesen Spot-ETF gäbe. In den Startlöchern. Und die erste Frist ist im Mai. Und wir wissen, dass ja auch BlackRock mit dem Larry Fink wieder am Start ist. Deren Frist läuft im Sommer ab. Und der Larry Fink hat diese Woche oder letzte Woche ein Interview gegeben und da ist auch darauf angesprochen worden, naja, und wenn jetzt das ETH zu einem Security würde, dann könnte man das mit dem Spot-ETF auch machen. Und dann sagt er, ja, da sehe ich jetzt erstmal kein Problem. Ich sehe das ein klein bisschen differenzierter. In dem Moment, in dem die SEC ETH zu einem Security erklärt, ist es noch kein registriertes Security, sondern um ein registriertes Security zu werden, muss man ähnlich wie bei einer Börsennotiz einen Prozess durchlaufen und sich registrieren lassen. Natürlich können ETFs registrierte Securities aufnehmen. Aber in dem Moment, in dem der Gary Gensler und die SEC ETH zu einem Security erklären, ist es nach wie vor unregistriert. Und ein unregistriertes Security kann nicht in einen ETF aufgenommen werden. Das heißt also, da ist noch einiges an Weg zu leisten. Und möglicherweise meinte der Larry Fink, dass wenn ETH ein registriertes Security ist, dann geht es in einen ETF. Ja, das stimmt. Aber im Moment befindet es sich, selbst wenn der Gensler sagt, es ist ein Security nach wie vor im Stadium eines Unregistered Security. Was wäre denn das definitive Aus für einen ETH-ETF? Ja, ich glaube, der wird früher oder später kommen. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Unabhängig von Commodity oder Security. Man muss sich das jetzt einfach... Es gibt zum Beispiel Stimmen von anderen, die bereits einen Spot-Bitcoin-ETF am Laufen haben, die sagen, das wird kommen, aber bevor der Spot-ETF kommt, kommt eher ein Litecoin- oder ein XRP-Spot-ETF. Also von daher, es geht hier nicht nur um den ETH-ETF, sondern es geht um das Produkt-ETF generell und mehrere Coins. Und am Ende des Tages geht es ja auch, so wie wir es in Europa haben, um ein Basket von Coins, die in einen ETF platziert werden. Und mit Bitcoin ist jetzt der Anfang gemacht und man muss jetzt mal abwarten, wie es weitergeht. Ich glaube, ETH tut das jetzt keinen Abbruch in der Entwicklung. Kommen wir zu der anderen Baustelle, die Klage zwischen der SEC und Coinbase. Die SEC klagt ja Coinbase an, auf ihrer Plattform ohne Registrierung getradet zu haben. Coins wurden zu Securities erklärt und daraufhin hat das Gericht dann der Klage stattgegeben. Und jetzt? Während bei Ethereum noch alles in der Schwebe ist, ist hier alles klar. Okay. Also hier gab es die Untersuchung, Coinbase, du bist eine Plattform, die nicht registriert ist. Wealth Notice ist ausgetauscht worden und der dritte Schritt, die Klageschrift, ist versandt worden im Juni letzten Jahres. Das hatten wir ja am 12.06. letzten Jahres in unserem Interview beschrieben. Coinbase ist dann hergegangen und hat gesagt, das mit der Klage, das sehen wir überhaupt nicht ein. Und dann hat die Richterin jetzt
gesagt, ich gebe dieser Klage der SEC statt. Und damit geht das Ganze so wie bei XRP mit der SEC in einen mehrjährigen Rechtsstreit. Davon kann man mal ausgehen. Der Hintergrund ist folgender. Die SEC sagt, bei Enforcement, so wie wir das ja im Juni letzten Jahres gesagt haben, folgende 13 Coins sind Securities. Wir werden uns die auch gleich anschauen. Und weil ihr Coinbase diese Securities, Registered Securities, tradet, müsst ihr euch auch als Plattform registrieren lassen. Man muss sich registrieren lassen als Exchange, als Broker-Dealer und als Clearing-Agent. Und nur wenn man in diesen drei Aspekten von der SEC registriert ist, dann darf man auch Securities traden. Und da die SEC genau diese, da die Coinbase genau diese Registrierung nicht hat, hat sie quasi gegen die Security Laws verstoßen. Ja, und das, klar, das sieht die Coinbase natürlich nicht ein, weil die Coinbase sagt, diese 13 Coins, das sind keine Securities. Das hört sich jetzt ein bisschen schwierig an, meiner Meinung nach. Die große Frage ist auch, welche Auswirkungen wird das auch auf den Markt haben? Also was erwartet den Markt da? Aber schauen Sie am besten nochmal die Coins an, weil es halten sich hier auch ein paar prominente Coins. Also hier in dem Punkt 6 dieser Schrift der Richterin heißt es ganz klar, wie sie sagt, Solana, ADA, das sind ja wirklich bekannte Coins, werden auf eurer Plattform getradet. Das ist meiner Ansicht nach, sind das Securities, laut der Richterin. Und weil ihr die tradet und nicht dafür registriert seid, klagen wir euch an. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Zum einen, Coinbase hat zwar gute Aussichten auf Erfolg, also alle sagen, das kann so nicht durchgehen, aber trotzdem folgt ein mehrjähriger Rechtsstreit. Und was natürlich auch nicht außer Acht zu lassen ist, große Coins wie Solana und ADA, die müssen auf der Basis dessen, was hier steht und was vor allen Dingen hier in Punkt 7 und 8 noch steht, wenn man das mal weiterliest, damit rechnen, dass sie angeklagt werden, weil diese Coins mit Proof of Stake und auch auf der Basis der Institutional Sales auch gegen Security Laws verstoßen haben. Also das ist ein echter Rattenschwanz und von allen Rechtsstreitigkeiten, die wir im Moment hier so im Fokus haben, Ripple, Ethereum, ist das hier eigentlich, das was sich hier anbahnt, die größte Welle, weil es hier nicht nur um Coinbase geht, sondern um eine ganze Menge Coins hinten dran. Es gab Zuschauerfragen und auch darauf wollen wir etwas näher eingehen. Beispielsweise war auch eine Zuschauerfrage, welche Vorkehrungen du in deinem Portfolio triffst, wenn Ethereum zum Security erklärt wird. Also, dass man sich hier Gedanken macht als Anleger, ist natürlich völlig klar. Wenn nur ein einzelner Coin als Security angeklagt wäre, dann würde ich sagen, um Gottes Willen, da müssen wir vorsichtig sein, was diesen Coin angeht. Weil als damals XRP angeklagt wurde von der SEC, hat Coinbase XRP von einem Tag auf den anderen von der Plattform genommen und damit war XRP nicht mehr handelbar. Damit muss man jetzt nicht rechnen, weil Coinbase sagt ja, wir haben nicht gegen die Security Laws verstoßen. Diese Coins sind alle keine Securities, die lassen wir alle mal schön auf der Plattform. Das bedeutet, mit dieser Anklage ist erstmal nur Anklage erhoben. Man weiß, es gibt einen Rechtsstreit, aber ansonsten bleibt alles, wie es ist. Und da man ja weiß, die SEC hat keine große Erfolgsstory, wenn es darum geht, im Kryptomarkt zu klagen, sind da auch relativ viele entspannt und sagen, das gucken wir uns doch mal an. Und von daher würde ich jetzt... Ist natürlich keine Anlageberatung, aber ich ziehe da jetzt keine größeren Schlussfolgerungen draus. Ich gucke mir das an und verfolge das mir nicht. Das Spektakulärste zum Schluss sozusagen. Sam Bankman-Fried hat das Urteil erhalten, das Strafmaß war unklar. Jetzt ist es raus, nicht jetzt, sondern eigentlich schon seit letzter Woche Donnerstag. 25 Jahre erwarten den guten Mann. Viele sagen, das ist eine Strafe, die zu gering ausgefallen ist. Aber ein Vierteljahrhundert ist ein Vierteljahrhundert, auch wenn es ein junger Mann ist. Du siehst das anders, deinem Blick nach. Ja, also wir sind ja noch keine 25 Jahre weiter, sondern wir sind immer noch in 2024. Und
ich will einfach mal die Meinung von einem anderen weitergeben. Mhm. Auch hier wieder der Meta-Lawman, unser juristischer Beistand, sage ich mal, der hat einen tollen Tweet verfasst. Und der hat gesagt, okay, jetzt hat er 25 Jahre bekommen. Natürlich wird seine Anwaltskanzlei in Revision gehen. Das ist das Erste, was er als nächsten Schritt sieht. Das Zweite, was er sieht, sein Netzwerk wird Lobbyarbeit machen und dass er ein gutes Netzwerk hat. Das haben wir ja bebildert, schon nachgewiesen. Und werden alle Efforts unternehmen, um die beiden Administration dazu zu bringen, vielleicht an der Strafe etwas zu machen oder sogar eine Begnadigung auszusprechen. Das hatten wir ja auch schon mal adressiert. Und natürlich geht er davon aus, gute Führung hin oder her. Die 25 Jahre sitzt er nicht ab, zwischen 80% und 85% wird das werden. Er hat das hier nochmal in einem Interview, das man nachschauen kann, ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und natürlich sagt er, die 11 Milliarden US-Dollar an Wiedergutmachung, die stehen natürlich auch noch im Raum. Aber so wird sich das bewegen. Die Szene sagt ganz klar zu wenig. Da gibt es andere, die haben deutlich weniger verbrochen, und haben deutlich mehr an Strafe bekommen. Dass er mit 25 Jahren davongekommen ist, da kann er drei Kreuze machen. Und wie gesagt, das letzte Wort ist hier nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir in 20 Jahren noch mal drauf schauen, ob sich das alles so bewahrheitet hat, aber er hat jetzt erstmal seine Ruhe. Wir tragen es mal in unseren Terminkalender ein. Date in 20 Jahren, zu gucken, ob Sam Bankman-Fried noch in Haft sitzt. Einige Fragen, die auch in den Kommentaren gefallen sind und gestellt wurden, und das nicht zum ersten Mal. Das Verhalten beim Bitcoin bei einer großen Rezession, der Vierjahreszyklus, der Rainbow Chart und jetzt noch rein oder nicht? Wenn sich einer die Arbeit macht, in die Kommentare Fragen hineinzuschreiben, dann sollten wir die auch beantworten. Question and Answer. Und viele dieser Fragen sind bereits beantwortet worden. Wie du schon gesagt hast, wie verhält sich der Bitcoin bei einer großen Rezession? Knowledge Block 49, exakt beschrieben. Vier-Jahres-Zyklus Rainbow Chart. Wie ist das? Eigentlich müsste doch ein Peak im Herbst 2025 kommen. Ein nächster schreibt, der Peak kommt in aller Regel 365 Tage bis 500 Tage nach dem Halving. Wie ich, und das ist die Antworten, die Answers, sind meine persönliche Meinung, wie ich dazu stehe, habe ich im Knowledge Block 52 formuliert. Und natürlich kam auch wie immer die Frage, lohnt sich das Einsteigen jetzt noch? Auch dazu gibt es einen Knowledge Block 79. Ich werde innerhalb der nächsten Videos mal was sagen hier zu den Supercharts. Also da bildet sich im Moment im Markt so eine Gemengelage. Was ist eigentlich ein Supercycle des Bitcoins? Und halten wir den gerade ein oder verfehlen wir den und wieder bewegt er sich? Also von daher, mit diesem Knowledge Block ist nicht alles gesagt, aber meine wesentliche Meinung, und ich werde die natürlich auch erweitern um weitere Infos. Aber zunächst hier mal ein paar Antworten auf in den Kommentaren gestellte Fragen. Die kann man sich natürlich in der Zwischenzeit anschauen, und vielleicht tauchen dann auch weitere Fragen auf, die in anderen Knowledge Blocks dann beantwortet werden. 20 Jahre müssen die Zuschauer nicht warten. In 20 Jahren bin ich so alt wie du jetzt. Das wäre ein spannendes Interview. Schön, dass du mich darauf hinweist. Das ist ja nichts Schlimmes. Aber trotzdem müssen wir beide uns gedulden und auch die Zuschauer, denn unser nächstes Interview wird nicht kommenden Montag stattfinden, sondern am 15. April. Das ist nämlich der Montag, da sind wir wieder da. Ich sage dir schon mal Dankeschön für heute, Oliver. Und liebe Zuschauer, ich hoffe natürlich auch, dass Sie sich die nächsten 2 Wochen gut vertreiben werden, vielleicht auch mit den Knowledge Blocks, die Sie sich anschauen. Und ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit von der Partie sind. Bis dann.